Avocado nach Szechuan Art, Mehl, Ei, Salz und Milch, zu einem festen Teig verknet 30 Minuten rasten lassen. Für die Fülle das Faschierte in eine Schüssel geben. Die Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen, klein schachteln und mit dem Faschierten vermengen. Die Chilischoten abspülen, klein schneiden und beim Gehen mit Salz und Pfeffer würzen. Den Teig 1 cm dick ausrollen und in ca. 8 x 8 cm große Rohrate schneiden. Die Fülle auf die Quadrate verteilen, Teigränder mit Eil bestreichen. Die Quadrate diagonal zusammenschlagen, die Gähen fest zusammendrücken. Die Teighecken in siedendem Salzwasser 15 Minuten wahl lassen. Die Gado mit einem Schaumlöffel aus dem Salzwasser nehmen und auf Tellern anrichten. Mit einem Klecks Obers und beliebiger Garnitur serviert. Zubereitungszeit ca. 40 Minuten.